unserem heutigen Webinar und den Titel Renationalisierung, Sackgasse oder Notwendigkeit. Ganz herzlich begrüße ich unsere beiden Gesprächsgäste, Diskussionsteilnehmer, Herr Nationalrat Roger Nordmann. Er ist Fraktionspräsident der Sozialdemokratischen Partei, geboren 1973, wohnhaft in Lausanne, hat ein Lizenziat in Politikwissenschaften und auch Volkswirtschaften. Er hat den politischen Weg quasi von der Pike auf gelernt, über Gemeinderat Lausanne, Verfassungsrat, Kanton Waadt, Grossrand Waadt, seit 2004 Nationalrat. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zur heutigen Teilnahme. Wir freuen uns sehr darüber, Herr Nationalrat. Als zweiten Diskutanten begrüße ich herzlich Hans Hess, geboren 1955. Er ist ein Schweizer Topmanager. Er hat an der ETH Zürich als Diplom-Ingenieur abgeschlossen, eine Zusatzausbildung mit einem MBA gemacht an der University of Southern California und auch an der Stanford Executive Program an der Stanford University. Er war in verschiedensten Top-Führungspositionen tätig in der Schweizer Wirtschaft, vornehmlich Industrie, und ist heute Präsident von Swissman. Guten Morgen miteinander. Ich würde heute das Gespräch zusammen mit meinem Kollegen Patrick Dümmler leiten. Er ist auch der Hauptautor und wird das nachher auch im Bild zeigen, der neuen Avenir Swiss Analyse Renationalisierung. Und ich würde gleich ihm zum Einstieg das Wort zuwerfen, dass er die ersten Fragestellungen machen kann. Wir sehen das so vor, dass wir rund etwa bis 9:45 diskutieren in unserem Rahmen, aber nachher unbedingt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer entsprechend einladen. Sie können aber während dem Chat auch entsprechend kommentieren. Wir versuchen dann, Ihre Fragen aufzunehmen. Patrick, darf ich dir das Wort geben? Vielen Dank, Peter. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Webinar bei Avenir Swiss. Peter Grünfelder hat es erwähnt. Ich halte es mal einfach hier in die Kamera. Wir haben dazu eine Analyse geschrieben zur Renationalisierung. Das ist kostenlos downloadbar auf unserer Webseite, wer sich dafür weiter interessiert. Jetzt beginnen wir gleich natürlich mit der Pandemie, mit Corona. Wir haben erlebt in den letzten Wochen, Monaten, Hamsterkäufe, leere Regale. Die Krise hat eigentlich gezeigt, dass wir uns nicht auf das Ausland verlassen können. So wurde es vielfach kolportiert. Beispielsweise hielt Deutschland Hygienemasken für die Schweiz zurück. Die Frage ist also durchaus gestellt, ja, müssen wir nicht selbst mehr im Inland herstellen? Ist die Schweiz hier gefordert, entsprechend auch Rahmenbedingungen dafür zu schaffen? Zunächst einmal die Frage an Herrn Nationalrat Nordmann und dann gerne auch an Herrn Hess. Bon, also guten Tag an alle Zuschauer im Webinar und Zuschauerinnen. Ich glaube, mehr als nationales ist eher eine Rekontinentalisierung, dass es braucht, weil die Schweiz ist natürlich ein so kleines Markt, dass vieles nicht machbar ist. Aber auf kontinentaler Stufe glaube ich, dass einiges zu tun wäre. Für uns ist es natürlich ein bisschen speziell, weil unsere Verankerung zu Europa ein bisschen weniger solid ist, als wenn wir Mitglied werden. Und dazu gibt es noch eine Volksabstimmung, aber auch darauf kommen wir zurück. Aber ich glaube, dass die sehr langen Versorgungswege schon ein Risiko sind und dass wir versuchen müssen, jetzt auch Grundstoffe vermehrt in Europa herzustellen und uns als Teil des europäischen Systems zu verstehen. Es ist unmöglich, natürlich alles herzustellen in der Schweiz. Es würden die Skaleneffekte fehlen. Ich glaube, ein Drive dieser sehr langen Versorgungswege war natürlich die billigen Löhne in China. Aber China hat sich auch entwickelt. Das Lohnniveau ist auch gestiegen. Und jetzt die Nachteile der komplizierten Transaktionen, des Transports und so, fangen an zu wiegen und auch die Tatsache, dass man das Just-in-Time ohne Vorrat mit dem 10.000 Kilometer Abstand ein bisschen komplizierter ist. Und das, ich glaube, in diese Richtung müssten wir auch gehen, diese Hyperglobalisierung oder diese extreme Aufgabenteilung, die es gegeben hat in den letzten 30 Jahren,
stoße an gewissen Grenzen. Ich hatte auch nicht nur Negatives. Aber und jetzt ist langsam der Moment, wo kürzere Wege Sinn machen würden. Nicht nur ökologisch, aber auch für die Versorgungssicherheit. Aber sicher nicht, wir fassen das sicher nicht national, sondern eher kontinental. Also eine Rekontinentalisierung. Ja, Herr Hess, was meinen Sie dazu? Ich muss sagen, ich finde die Mangellage, die wir jetzt da diskutieren, die ist eigentlich eher empfunden als real. Ich meine, die Mängel sind dann entstanden, wenn man Firmen geschlossen hat. Dann hat es nicht mehr funktioniert. Aber solange die Firmen eigentlich nicht geschlossen waren, haben wir den Handel absolut weiterführen können. Und es war auch nicht so, dass wir da jetzt ein riesiges Lieferantenproblem gehabt hätten in der Maschinenindustrie in der Schweiz. Es hat sicher punktuell Schwierigkeiten gegeben. Wir mussten punktuell auch ausweichen auf andere Unterlieferanten. Aber das Problem war viel eher ein also ein Logistikproblem, dass es nicht mehr genügend Logistikkapazität hatte, weil man alle Flugzeuge gegroundet hat. Also ich glaube, eigentlich sind diese Lieferketten relativ unproblematisch und funktionieren auch global. Natürlich sind sie auch für uns im europäischen Raum sehr viel enger und sehr viel dichter und sehr viel wichtiger als jetzt beispielsweise gegenüber Asien oder gegenüber Amerika. Aber die haben eigentlich funktioniert und ich denke, man sollte nicht verwechseln, dass es im Gesundheits- und Medizinbereich da einige Produkte gehabt hat oder dass es da Mängel gehabt hat. Aber das hat eher mit unserer Versorgungsstrategie zu tun. Dann hätten wir halt Masken an Lager halten sollen. Und dann hätten wir halt vielleicht andere Dinge auch bei uns Lager halten sollen. Also ich glaube, die Versorgungssicherheit mit medizinischen Gütern sicherzustellen, ist eine wichtige Sache. Aber es geht nicht nur, wie Herr Lottmann auch gesagt hat, dass wir jetzt versuchen, da alles selber zu produzieren, sondern wir müssen gute Verträge haben, offene Grenzen haben, gute Zusammenarbeit haben mit unseren Nachbarn und Lieferantenmärkten und dann wird das auch in Zukunft funktionieren. Und wir müssen halt an gewissen Orten etwas mehr selber am Lager halten und vorsorgen und das ist sicher eine der Lehren, die man aus dieser Krise auch ziehen kann. Also ehrlich zu sein, ich war auch, ich sage nicht das wegen den Medikamenten oder Masken und so. Es ist nicht so schlecht verlaufen. Da bin ich völlig einverstanden mit der RS. Letztlich nicht schlecht. Ein großes Problem war die Grenzschließung innerhalb von Europa und mit den umliegenden Ländern. Das war verdammt kompliziert, weil das ist unser natürliches Ökosystem, Europa quasi. Und wenn wir dort abgeschnitten sind, stellen sich sehr viele praktische Fragen. Das war auch das Problem zwischen den anderen europäischen Ländern. Aber in einer Branche, die ich gut kenne, hatten wir großen Versorgungsproblem. Das war die Solarbranche. Als die chinesische Wirtschaft im Februar down war, so ab etwa den 20. Januar, hat es Riesenprobleme für die Lieferung von Solarpanelen. Weil diese in China hergestellt werden, es ist voll automatisiert fast. Es ist nicht eine Lohnfrage, es ist wirklich etwas, das man jetzt mit dem neuen Technologiestand in Europa machen könnte. Es wird auch gemacht, die Europäer waren ganz glücklich, konnten alle ihre Panel verkaufen. Aber die Tatsache, dass man 90% weltweit der Solarpanel in Ostasien produziert, macht nicht unbedingt Sinn. Das ist zudem ist es ein sperriges Gut, ein Solarpanel. Also es würde wirklich Sinn, das näher an den End-User zu bauen. Herr Hess, Herr Norman hat ausgedrückt auf die Einleitungsfrage meines Kollegen Patrick Düngler, man müsse quasi rekontinentalisieren, auch die Herstellung gewisser Grundstoffe. Die SP schreibt auch, nehmen wir die Pharmaindustrie, ich zitiere Sie persönlich, Herr Norman, müssen wieder Bedingungen herrschen, um weite Teile der Produktion im Land halten zu können. Befürworten Sie solche Ansätze, die quasi dazu führen, dass die Politik zukünftig bestimmt, welche Produkte, eben, Herr Nordmann, Sie haben gesagt, Grundstoffe in Europa herstellen, in einem Interview haben Sie gesagt, auch Teil der Produktion quasi innerhalb der Schweiz halten zu können. Befürworten Sie solche Strategien, Herr Hess? Nein, also ich glaube, der Markt macht ja das schon, oder? Wir haben letztes Jahr eine Untersuchung gemacht,
wie groß unsere Handelsbeziehungen und Vernetzung ist mit unseren unmittelbaren Nachbarn, also Baden-Württemberg, Bayern, Norditalien, Vorarlberg, Österreich und so weiter. Und wir haben gesehen, dass diese unmittelbar um uns herum liegenden Regionen, die sind in der Handelsbedeutung größer als China und USA zusammen. Also die Industrie hat ja schon aus verschiedensten Gründen versucht, möglichst Lieferanten zu haben, die einigermaßen in der Nähe sind. Und wenn diese Lieferanten zu konkurrenzfähigen Preisen liefern können, dann sind die hoch willkommen, weil dann ist die Flexibilität größer, die Transportkosten sind kleiner. Ich meine, das hat man ja alles schon gemacht. Aber es gibt einfach gewisse Rohstoffe, die wir jetzt hier nicht haben. Und die müssen wir aus Afrika haben oder die müssen wir aus China haben, oder weil es einfach die hier in der Schweiz nicht gibt. Und ich glaube, wenn jetzt die Politik hier anfangen würde, da vorzuschreiben, wer wo sourcen müsse, das wäre eine Katastrophe. Ich glaube, Herr Nordmann hat völlig zu Recht gesagt, oder wir sind ein kleines 8-Millionen-Volk. Das ist eine mittelgroße Stadt in Amerika oder in China. Und es wäre einfach eine Utopie zu glauben, wir könnten hier selber jetzt alles wieder selber machen. Das geht nicht. Dass man das regional sich gut vernetzen soll, das macht sicher Sinn. Das braucht aber keine Politik dazu. Das macht die Wirtschaft schon. Wir exportieren von den 80%, die wir in der Maschinenindustrie exportieren, gehen 60% nach Europa. Also ein überwiegender Teil, und das ist auch logisch, weil eben die Lieferwege und die Reisewege kürzer sind. Aber wir brauchen für gewisse Güter oder für gewisse Märkte brauchen wir auch internationale Märkte. Ein Teil unserer Kunden ist in Amerika, ein Teil unserer Kunden ist in China. Und es wäre völlig absurd, sich jetzt vorzustellen, dass man diese irgendwie nicht mehr beliefern sollte. Also es ist ja nicht nur eine Lieferkettenfrage, es ist ja nicht nur, was passiert, bis das bei uns ist, sondern auch, wir sind auch ein Teil einer Lieferkette, oder? Wenn wir hier Schlüsselkomponenten in der Schweiz herstellen, die wir nach Amerika oder nach China schicken, dann werden die dort vielleicht in Maschinen gebaut und kommen nachher wieder zurück nach Europa. Also ich glaube, der Markt löst das sehr gut und wir brauchen diesen Freihandel und wir brauchen diese Globalisierung. Und dass es eine gewisse regionale Ausprägung gibt und dass man versucht, Single-Source-Abhängigkeiten da zu reduzieren, das ist logisch und das würde ich auch unterstützen. Das machen aber die Unternehmer selber, da brauchen sie die Politik dazu nicht. Ein Punkt, das mir Sorgen bereitet, ist die ganze Elektronikkomponenten und Elektronikgüter, so zum Beispiel für die Telefonnetze, G5 oder für die Erstellung von Computern, von Netzteil, von Sensoren und so, diese ganze Feinelektronik, die auch Schlüssel ist in allen Prozessen, weil sie die letztlich der Steuerung dient. Da finde ich, dass wir in Europa eigentlich wieder eine gewisse Produktion haben sollten in diesen Bereichen. Wir haben ein bisschen Sony Ericsson und so, aber es ist komischerweise bin ich da mit der Trump-Administration ein bisschen einverstanden, dass man das nicht vollständig den Chinesen überlassen soll in diesen Bereichen, weil sie sind ultra, ultra strategisch. Und ich bin absolut einverstanden mit Hans Hess, was die Rohstoffe betrifft, weil die kann man nicht importieren, aber auf der anderen Seite gibt es vieles, dass man besser recyceln könnte, zum Beispiel Metallen zum Beispiel könnte man noch viel besser recyceln, jetzt macht man Fortschritte, Kunststoffe, es gibt auch Basisstoffe der Chemie, die man langsam, zum Beispiel Methanol, ein Basisstoff, das man einfach aus CO2 und Wasserstoff herstellen kann. Das ist eine Ressource, die man jetzt aufwendig über den Raffinerieprozess von Öl macht. Das ist etwas, das man eigentlich allmählich wieder kontinental erneuerbar bauen sollte mit Energieüberschüsse und solche Sachen. Also man muss auch die ganzen Materialflüsse denken, dass diese kürzer und somit auch zirkularer werden. Ich bin eigentlich einverstanden, dass mit den HES, das kann man nicht so einfach vorschreiben als solche, aber man sollte Rahmenbedingungen setzen, dass das schon ein bisschen mehr in diese Richtung, das macht auch Sinn ökologisch und energetisch. Ich meine, wir exportieren Holz nach China, damit sie dann Güter in Kisten packen können, die sie uns wieder zuschanzen. Und ja, da muss man sagen, ist es wirklich noch sehr sinnvoll. Herr Hess, vielleicht eine kurze Replik. Ich möchte einfach noch ergänzen, oder wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt da wieder Elektronik in der Schweiz, dann sage ich ja, dann haben wir vielleicht
ein Drittel der Elektronikkomponenten, die wir brauchen, haben wir jetzt hier in Europa, oder? Sie haben nicht Schweiz gesagt, Sie haben Europa gesagt. Okay, aber wir werden nicht alles selber machen können. Die Welt ist einfach so spezialisiert. Und wenn Ihnen am Schluss nur eine Elektronikkomponente von 1000 fehlen in einer Maschine, dann haben Sie dieses Lieferproblem auch nicht gelöst. Also ich glaube, wir müssen genau das Gegenteil machen. Wir müssen eben nicht mehr nationalisieren, sondern wir müssen sicherstellen, dass diese Lieferketten auch in Krisenfällen nicht zugemacht werden, oder? Und dass die Grenzen nicht geschlossen werden. Das war übrigens eigentlich für die Maschinenindustrie in der Schweiz, waren eigentlich die Grenzschließungen für Waren nicht ein großes Problem. Es waren nur die Transportkapazitäten, weil die Flugzeuge nicht kommen. Aber die Grenzen, wir konnten über die Grenzen Dinge kaufen. Und die Unterbrüche in China, die waren relativ kurz und haben auch nicht ganz China betroffen, sondern waren auch sehr abhängig davon, wo jetzt jemand ist. Also ich finde einfach, jetzt irgendwie zu versuchen, da zu regionalisieren, renationalisieren, Switzerland first, Europa first, Amerika first, China first, das ist genau der falsche Weg. Wir müssen schauen, dass wir in solchen Krisen eben die Grenzen nicht zumachen und dass die Lieferflüsse weitergehen können. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Aber die Unternehmen, die haben natürlich auch etwas gelernt. Und wenn jetzt jemand eine Single Source hatte in Wuhan, dann wird er wahrscheinlich einen zweiten Lieferanten irgendwo an einem anderen Ort suchen, oder? Ich möchte ein bisschen auf Stichworte eingehen, die eben gefallen sind auch. Eben Globalisierung wurde Beispiel genannt oder quasi My oder Our Country First, sehr oft eine Strategie, die Länder eingeschlagen haben. Ist eigentlich diese ganze Phase, man kann sie vielleicht als Deglobalisierung bezeichnen, nicht bereits vor Corona eingetreten? Wenn wir die letzten 10 Jahre anschauen, dann haben wir einen massiven Anstieg von Handelshemmnissen. Die WTO ist beinahe am Boden gegroundet. Haben wir nicht bereits vor Corona damit begonnen und hat Corona nicht das Ganze akzentuiert? Also aus meiner Sicht ist das eindeutig so. Ich würde sagen, wir sehen seit 10 Jahren zunehmend wieder diese nationalistischen Buy America und alle diese Themen. Wir sehen zunehmend mehr Handelshemmnisse. Wir sehen, wir haben jetzt gerade im letzten Jahr 2019 eigentlich schon recht stark gelitten in der Maschinenindustrie von diesem Handelskrieg zwischen USA und China. Wir haben, würde sagen, ein großer Teil unseres 5%igen Rückgangs ist darauf zurückzuführen gewesen. Und wir haben leider diese Abschottungstendenzen, die jetzt noch mehr zunehmen. Wir haben leider eine schwache WTO. Also das gibt es schon lang. Aber man hat auch gesehen, dass gerade dieses Me First eben auch diese globalen Lieferketten auch stört. Und das ist auch nicht zugunsten dieser Länder gewesen, die dann gesagt haben, wir wollen jetzt da Handelshemmnisse. Ich glaube wirklich nicht daran, dass die Handelshemmnisse, dass das der Weg ist, diese Regionalisierung. Aber leider ist es schon ein Teil der Realität. Wenn man sieht, dass die multilaterale Weltordnung, es ist gesagt worden, wegen einer geschwächten WTO nicht mehr so vonstatten geht wie in der Vergangenheit, wenn man sieht, dass Europa mit der Europäischen Union auch nicht im allerbesten Zustand ist, welchen Weg soll die Schweiz dann gehen? Ich glaube, die Vorstellung, dass die ganze Welt ein Markt ohne Verzerrung ist, eine recht naive Verzerrung, schon nur, weil das chinesische Kapitalismus eigentlich eine starke staatliche Finanzierung hat. Die haben sie in einer Art Bias ist, das nervt Trump dermaßen, aber es ist in der Analyse ist ja auch wiederum das zweite Mal in diesem Gespräch nicht ganz falsch. Dann gibt es die Amerikaner, die sich eigentlich an wenig Regeln halten und die WTO gelähmt haben. Sie haben also Schlichtungsmechanismus der WTO gelähmt haben. Und die WTO selber ist eigentlich relativ schwach. Und damit quasi die Welt als Handelsraum, wie er es ihn darstellt, braucht man eigentlich ein sehr solides institutionelles Gerüst, dass es funktioniert. Und was man sieht, ist einfach, diese weltweite Integration hat Grenzen. Es stößt auch an Kultur, an eine sehr unterschiedliche Interessenlage, an unterschiedliche Entwicklungsstadien und so. Und das heißt, die Schlussfolgerung, die ich ziehe, ist eigentlich für ein Land wie die Schweiz, dass die regionale Integration absolut wichtig ist, an Wichtigkeit eigentlich zugenommen hat und dass unsere Position ein bisschen komplizierter geworden ist mit dem
eng andocken an einem regionalen Block, der sehr tief integriert ist, aber nicht vollständig. Und ich finde, nicht alles hat optimal funktioniert in Europa, ganz am Anfang der Krise, aber der Block hat doch recht gut zusammengehalten. Und das heißt, dass die kulturelle Solidität des europäischen Blocks ist recht gut. Und für uns, wie Herr Hess gesagt hat, das ist wirklich unser natürliches Handelsumfeld. Und darum ist es auch wirklich zentral, dass wir uns hier konsolidieren. Und auch, es ist ein gewisser Schutz. Die Amerikaner futtieren sich ein bisschen um die Außenbeziehungen auch, weil mit 330 Millionen Konsumenten ist es fast ein Binnenmarkt und der Außenhandel, der Wert, der Währung und so spielen für sie eine weniger große Rolle. Europa als Block ist auch, sind die Außenbeziehungen weniger kritisch. Für uns als Schweiz, als Mikroschweiz mit einer eigenen Währung ist natürlich diese Schwankungen können extrem schmerzhaft und kompliziert sein. Das ist klar. Und darum kommen wir immer wieder an der institutionellen Andockung an einen Block. Und das ist das heißt, dass ohne Wenn und Aber, dass Sie ein institutionelles Rahmenabkommen jetzt unterstützen, wenn ich Sie richtig interpretiere, was natürlich Herr Hess freuen würde. Ja, also ich bin grundsätzlich dafür. Wir müssen noch diese engige Frage lösen. Ganz schwierig ist die Frage des Lohnschutzes, aber vielleicht wird die neue Konstellation auf beide Seiten der Verhandlung ein bisschen die Diskussion vereinfachen oder auf ein neues Termin, auf ein neues Fundament setzen. Und ich schließe nicht aus, dass quasi nach dieser Corona-Phase die auf beiden Seiten die Sache ein bisschen anders angesehen wird und dass wir die letzten Mal, wo wir noch keine konsensfähige Lösung haben, nämlich Lohnschutz, das ist eigentlich das Schwierigste, dass wir da eine Lösung finden. Das scheint mir nicht mehr ganz ausgeschlossen. Ich würde sagen, noch 3 Monate gehen lassen, dann sehen wir, wo wir sind, diese Initiative, die Kündigungsinitiative weg und dann kann man wieder an der Arbeit. Also ich würde Herrn Nordmann in 2 Themen zustimmen. Oder die Schweiz ist viel zu klein, dass jetzt da Switzerland first und quasi Renationalisierung in der Schweiz auch nur im Ansatz Sinn machen würde. Das ist völlig utopisch. Ich würde Ihnen auch zustimmen, wenn Sie sagen, der natürliche Raum für uns, weil er einfach geografisch nahe liegt und die Schweiz auch in 1000 Jahren immer noch im Zentrum von Europa liegt, dass wir uns hier gut einbinden, das ist absolut essentiell. Und ich glaube, das muss eigentlich auch die Schlussfolgerung aus der Corona-Krise sein. Wir brauchen diesen bilateralen Weg, den wir da eingegangen sind, den müssen wir weitergehen. Wir brauchen dazu ein Rahmenabkommen. Also ich glaube, die Notwendigkeit, die hat sich deutlich gezeigt. Was ich einfach davor warnen möchte, ist jetzt den Rest der Welt zu vergessen, weil wir brauchen auch den Rest der Welt, oder wir brauchen auch diese Rohstoffe. Wir können nicht alles nur rezyklieren, wir können mehr rezyklieren, wir sind auch einverstanden mit Ihnen, aber nicht alles. Und wir haben, es gibt auch Konsumgüter, die wir halt in Europa nicht herstellen können oder nicht zu den entsprechenden Preisen herstellen können. Und ich denke deshalb, diese globale Arbeitsteilung, die hat auch Sinn gemacht und die macht eigentlich auch weiterhin Sinn. Und etwas möchte ich auch noch sagen, oder? Die Globalisierung hat auch geholfen, dass in vielen Entwicklungsländern wirklich das Einkommen und die Lebensqualität massiv verbessert wurden. Und ich würde auch sagen, diese Migrationsströme, die sind nicht null, aber die wären noch viel größer, wenn die Perspektiven in diesen Ländern nicht auch da wären. Und ich glaube, wir müssen am Schluss auch in unserem Interesse sicherstellen, dass wir nicht einfach nur für uns schauen, sondern auch schauen, dass eben die Welt als Ganze sich da positiv entwickeln kann. Und deshalb glaube ich, die Globalisierung ist nicht am Ende, aber wir werden sicher, sondern im Gegenteil, es braucht eher mehr Globalisierung, aber es gibt auch gewisse Dinge, die wir korrigieren und anpassen müssen. Sie haben gleich das Stichwort geliefert, da heißt die ganze Welt auch betrachten. Jetzt die Schweiz hat bereits ein sehr dichtes Netz an Freihandelsabkommen. Rund 75 Länder sind bereits davon abgedeckt. Jetzt weitere sind in Vorbereitung. Herr Nordmann, die SP hat relativ stark sich geäußert. Solche neuen Handelsabkommen soll es nur geben, falls eben die Menschenrechte und der Umweltschutz eingehalten sind. Jetzt konkret, es geht um Indonesien, Mercosur, Zukunft wahrscheinlich auch ein Abkommen mal mit Malaysia.
Werden Sie diese Abkommen ablehnen oder wie positionieren Sie sich? Was muss erfüllt sein, damit eben die SP hier auch einen Schritt macht, dass sich die Schweiz öffnen kann gegenüber der Welt? Indonesien weiß ich nicht. Wir hatten uns enthalten, weil es teilweise gab es gute Elemente, teilweise nicht. Und jetzt scheinbar ist das Referendum zustande gekommen, nicht von uns lanciert. Die Diskussion werden wir haben. Es gibt beide Strömungen. Ich kann Ihnen nicht voraussagen, auf welche Seite das kommen wird. Die Diskussion wird sich, glaube ich, verschärfen seit gestern, weil seitdem klar ist, dass es nur einen Mini-Gegenvorschlag gibt zur Konzernverantwortungsinitiative, wird die Diskussion relativ scharf geführt werden. Allgemein, wahrscheinlich wird man im Februar oder Mai über die Volksinitiative abstimmen, nächstes Jahr. Und meine These ist, bis dann wird nicht viel passieren. Ich glaube auch, dass dieses Referendum relativ hohe Chancen hat, nicht wegen der Materie, weil eben wegen der Materie in diesem Indonesien-Abkommen kann man wirklich sagen, es ist einiges erreicht worden, sondern wegen der Symbolik und des Misstrauen gegen die Vorstellung, dass der Markt alles machen darf. Und das ist wirklich ein größeres Problem, das wir für die weltweite Beziehungen haben. In Europa haben wir das weniger, weil die Standards sind näher. Ja, es ist schwierig. Mercosur kennen wir den Inhalt nicht, muss man auch sagen. Darum haben wir noch nicht eine scharfe Positionierung gemacht. Ich glaube aber nicht, dass die Äußerungen von Präsident Bolsonaro besonders förderlich sind in der Schweiz im Hinblick auf eine Volksabstimmung. Weil das Relancing des Roden, die vorherige Regierung hatte das Waldroden fast vollständig gestoppt in Brasilien, also eine große Errungenschaft. Und er hat das alles kaputt gemacht. Und jetzt die Lust, sich da auf Handelsbeziehungen einzugeben, dürfte begrenzt sein. So meine Prognose, aber so. Wissen Sie, ich muss einfach sagen, die großen Märkte, die für unsere Industrie und auch für unsere KMUs da sind, das sind Märkte, die eben weit weg sind von hier. Das sind diese Emerging Markets, dazu gehört China, dazu gehört Indonesien, dazu gehört Indien, dazu gehört Brasilien. Und wenn ein KMU oder mit diesen hohen Handelshemmnissen hat ein KMU keine Chance, ihre Produkte dort zu verkaufen, weil sie sind dann irgendwie 30% teurer und das kauft niemand mehr. Das heißt, der einzige Weg ist eigentlich, dass man, wenn man keine Freihandelsabkommen macht, dass man einfach dorthin geht und dort produziert. Dann sind die Wertschöpfungen nicht mehr in der Schweiz, dann sind die Jobs nicht in der Schweiz. Also die Freihandelsabkommen nützen der Schweiz, diesem exportorientierten Land, enorm. Und deshalb bin ich der Meinung, dass sie sehr wichtig sind. Und gerade am Beispiel Indonesien hat man ja auch herausgefunden und gezeigt, dass man auch pragmatische Lösungen finden kann. Gerade jetzt zum Thema Palmöl hat man das absolut fertiggesetzt. Wenn Herr Nordmann sagt, dass wir uns im Ausland alles erlauben würden als Unternehmen, dann muss ich einfach sagen, das ist eine ungeheuerliche Unterstellung. Oder? Wir machen unglaublich viele große Anstrengungen mit unseren ganzen Initiativen im Bereich Corporate Social Responsibility für die Umwelt, für die Sozialität, für die Mitarbeitenden, für die Gesellschaften und Kommunen in diesen Ländern. Da wird seit Jahrzehnten wird da viel gemacht. Ich meine, ich selber mache das seit 30 Jahren. Ich habe vor 30 Jahren das erste Corporate Social Responsibility und Umweltprogramm eingeführt. Also, dass man uns da unterstellen wird, dass wir einfach alles machen, das ist eigentlich wirklich nicht in der Ordnung, oder? Und ich denke, diese ganzen Themen, dass man jetzt alles mit Schweizer Ellen vor Ort in Indonesien oder in irgendwelchen Ländern messen will, das ist einfach der falsche Ansatz. Die Leute wollen sich auch entwickeln können, die können sich auch entwickeln. Die haben sich auch schon besser entwickelt als vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Aber wir können nicht erwarten, dass die in allen Themen auf dem gleichen Standard sind wie wir. Die müssen auch eine Chance haben, sich entwickeln zu können. Und in diesem Sinne, jetzt einfach alles mit einer Elle für die ganze Welt messen zu wollen, das fände ich völlig der falsche Ansatz. Herr Nordmann, Herr Hess hat ausgedrückt, dass ohne Freihandelsabkommen die Unternehmen dorthin gehen, wo sie produzieren können. Also tatsächlich eine Verlagerung dann oder eine Schaffung von Arbeitsplätzen primär im Ausland. Aufgrund von Covid-19 haben wir ja größte Befürchtung, dass die Zahl der Arbeitslosen massiv nach oben schnellt.
Der RS hat gesagt, es gibt eine Corporate Social Responsibility, aber es gibt wahrscheinlich auch eine Political Responsibility gegenüber der Unternehmenswelt. Jetzt ist gestern auf die bundesrätliche Vorlage der Abschaffung der Industriezelle nicht eingetreten worden, auch von Ihrer Partei, von Ihrer Fraktion nicht. Die Wirtschaft, insbesondere auch die Industrie, hat gesagt, das wäre eine willkommener Stimuli gewesen in dieser schwierigen Lage, auch zur Sicherung der Arbeitsplätze. Was sind Ihre Überlegungen, was waren Ihre Überlegungen gestern, trotz massiven Befürwortung der Industrie eben für die Abschaffung der Industriezelle in dieser schwierigen Zeit? Es waren zwei Überlegungen. Die erste ist, wenn Sie keine Industriezollen haben, haben Sie die Verhandlungsmasse für ein Freihandelsabkommen verloren. Und das ist in jeder Verhandlung ist natürlich, kann ich dann sagen, wenn ich mit einem Land verhandle oder einer Gruppe von Ländern verhandle, dann kann ich sagen, ich verzichte auf meine Industriezollen, wenn du auch verzichtest. Wenn ich schon verzichtet habe, dann kann ich das nicht mehr verhandeln. Es ist wie wenn ich nach Marrakesch gehe, auf den Markt vor einem Stand gehe und sage, ich habe 1000 Euro, was hättest du anzubieten? Dann mache ich sicher ein schlechtes Geschäft. Das heißt, die Verhandlungsposition der Schweiz ist geschwächt, das ist das eine. Das andere ist die Behauptung, dass es auf die Konsumenten niederschlagen würde, war wirklich sehr, sehr schwammig und völlig unbegründet. Die Staatskasse verliert etwa 500 Millionen Franken pro Jahr. Die Konsumenten hätten nicht gespürt. Eine Branche hätte 50 Millionen gewonnen, das ist die Autoimportbranche. Eine Branche, die substanzielle Marge bisher erlangt hat und die das nicht unbedingt absolut notwendig hatte. Also ich meine, es macht nur Sinn im gegenseitigen Einvernehmen. Und das mit den Konsumenten zu begründen, fand ich wirklich fadenscheinig. Ja, genauso fadenscheinig, wie ich natürlich das Thema mit der Verhandlungsmasse finde. Das ist eine Farce, oder? Ich meine, warum geht es? Es geht darum, dass Schweizer Firmen, die jetzt im Ausland irgendwelche Vorprodukte einkaufen, darauf keine Zölle mehr machen müssen. Und das wären 600 jetzt oder 560 Millionen, die da weggefallen wären und die hätten diese Schweizer Firmen nicht mehr zahlen müssen. Und dass jetzt da gar nichts an die Konsumenten geht, das würde ich jetzt auch nicht richtig finden. Oder am Schluss sind wir in einem konkurrenzfähigen Umfeld und selbstverständlich kann die Schweiz von dem auch profitieren, aber dass jetzt alles nur an Konsumenten geht, das sehe ich auch, aber wenn 560 Millionen weniger Kosten anfallen, dann ist das ein Vorteil für die Schweiz und für die Schweizer Firmen und damit auch für die Arbeitsplätze in der Schweiz, oder? Und die Verhandlungsmasse, ich meine, das ist wirklich lächerlich, oder? Wenn man denken würde, dass wegen diesen Importzöllen in die Schweiz jetzt keine Freihandelsabkommen mehr gemacht würden, dann muss ich sagen, das ist, und dass wir damit nur den einzigen Leverage haben, dann denken Sie vielleicht in Freihandelsabkommen vor 30 Jahren, aber heute sind ja Freihandelsabkommen viel mehr als nur Freihandelsabkommen, es geht also nur um Zollreduktionen und diese Themen, sondern es geht ja auch um andere Sachen, es geht um Standards, es geht um Intellectual Property Rights und alle diese Themen. Und ich meine, die Agrarwirtschaft wird da sowieso weiterhin geschützt werden. Das sieht man auch am Mercosur-Abkommen. Wir wollen ja die nicht einfach opfern. Da gibt es ja einfach eine etwas erhöhten Kontingente, aber im Grundsatz werden die weiterhin geschützt. Also ich kann dieses Argument überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich finde es sehr enttäuschend und völlig unverständlich, dass das Parlament oder der Nationalrat angesichts jetzt dieser schwierigen Lage, in die Schweizer Industrie reinkommt und die viele Arbeitsplätze kosten, wird und der Bund vielleicht 50 Milliarden ausgegeben hat für dieses Corona-Krisenthema, dass man jetzt bei 560 Millionen dermaßen auf der Bremse steht, das ist ja völlig unproportional. Wäre die logischste Lösung gewesen, hier zuzustimmen und dass man nicht mal debattiert hat, das finde ich unverständlich. Und, es hat debattiert, es wurde 2 Stunden debattiert. Ja, wir wollten ja nicht mal eintreten. Nein, die Frage, warum will man es machen oder nicht, das war die Frage, die wurde ausgiebig debattiert und es gab wirklich aus verschiedensten Ecken die Meinung, das ist überhaupt nicht opportun. Aber abgesehen davon, gerade weil der Staat 50 Milliarden jetzt ausgegeben hatte, sind Staatseinnahmen nicht ganz unwichtig, gerade um die... Ja, aber da muss ich auch sagen, oder? Ich meine, es ist ja auf der anderen Seite so, dass die Sorgen um den Bundeshaushalt, die angesichts dieser neuen parlamentarischen Großzügigkeit, das ist auch eine Farce, oder? Ich meine, Sie machen alle Arten von zusätzlichen Investitionen, Ausgaben und so weiter und einen alten
harten Zopf wie diese Industriezölle, die nur die Industrie betroffen hätte, die Landwirtschaft überhaupt nicht, jetzt nicht durchzuführen, ist völlig unverständlich angesichts dieser Krise. Und Sie müssen die Rechnung an selber verantworten können. Ich darf kurz dazwischen gehen. Ich denke, hier gibt es wirklich große Uneinigkeit natürlich. Ich möchte aber trotzdem, Entschuldigung, Herr Nationalrat Norman, einen Schritt weitergehen und die Kündigungsinitiative noch aufnehmen, weil ich glaube, dort sind Sie sich durchaus einig in Ihrer Meinung. Eine Frage, die sich aber natürlich stellt, ist, ja, hat die Schweiz hier oder hat sich der Bundesrat selbst ein Ei gelegt, indem er diese Abstimmung vom Mai auf den September verschoben hat? Wir haben eine ganz andere wirtschaftliche Ausgangslage, die Arbeitslosigkeit ist höher. Man wird sagen, es werden jetzt noch mehr, die Gefahr besteht noch mehr, dass eben Ausländer Schweizer verdrängen in ihren Jobs und so weiter. Haben wir hier eigentlich eine schlechtere Ausgangslage, als das im Mai der Fall war? An wen richtet sich die Frage? Vielleicht beginnen Sie gleich. Sagen wir mal so, im Februar war ich recht zuversichtlich, dass wir gewinnen. Und jetzt ist natürlich das, was auf das Spiel steht, noch zweimal größer. Und es kann in beiden Richtungen. Ich beobachte, dass die SVP eine extreme Kampagne macht jetzt, um eigentlich eine Pasta zu machen mit Grenzschließung, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und so und versucht und Viktimisierung gegenüber Europäern und so weiter. Also dieses Diskurs fährt sie seit etwa 2 Wochen extrem aggressiv, konsequent. Man sieht die Richtung ihrer Kampagne. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Initiative, das ist ein Sprung ins Leere und im Moment, wo die Überseebeziehungen schwieriger werden, aus allerlei Gründen, wo die Wirtschaft in einer viel schwierigen Situation ist, würde man alles kaputt machen. Das heißt, die Personenfreizügigkeit, das ist das erste Domino. Das zweite Domino, das sind die 6 anderen ersten Abkommen. Das dritte Domino, das sind die flankierenden Maßnahmen, die rechtlich gebunden sind. Und wahrscheinlich würde auch noch das vierte Domino fallen, das ist Schengen und Dublin, mit der Konsequenz, dass das Wegfallen von Schengen ist auch ein großes Problem für den Tourismus. Das heißt, die 2 Branchen, die am meisten leiden, die Exportindustrie und der Tourismus, denen würde man noch viel mehr Schwierigkeiten aufbürden. Und die Frist zum Verhandeln, das ist nur 12 Monate. Und wenn man in 12 Monaten nicht erreicht hat, dass die EU freiwillig die Freizügigkeit kündigt, dann kündigen wir innerhalb von einem Monat. Das heißt, quasi ohne Übergangsfrist. Es ist doppelt so schnell wie die Frist für den Brexit etwa. Und dann soll die EU irgendetwas anderes mit uns nach Gusto der SVP verhandeln. Es ist wirklich ein Harakiri, diese Initiative. Herr Hiss, der Bundesrat hat ja die Verschiebung der Abstimmung vom 17. Mai damit begründet, unter anderem auch, dass die Bevölkerung zu wenig informiert werden könne, obwohl aufgrund der Digitalisierung wahrscheinlich jeder weiß mittlerweile, dass man Hände waschen muss. Sagen Sie es klipp und klar, war es ein Fehler, diese Abstimmung zu verschieben? Aus meiner Sicht ist das eine unmüßige Frage. Sie ist einfach verschoben worden und wir müssen mit der Realität jetzt leben. Aber ich bin gar nicht so pessimistisch, oder? Ich meine, ich bin erstens völlig einverstanden mit dem, was Herr Nordmann gesagt hat. Also er hat die Situation und die Konsequenzen genauso dargestellt, wie ich die auch sehe und wir die auch sehen. Ich verstehe, dass sich die Leute Sorgen machen um ihre Jobs, aber ich muss sagen, wenn die Firmen die Vorteile der Bilateralen verlieren, dann wird der Standort Schweiz unattraktiver und dann müssen sich die Leute Sorgen um die Jobs machen. Und ich denke, die Leute verstehen sehr gut, jetzt ist völlig der falsche Moment für Experimente. Jetzt müssen wir die Vorteile dieses bilateralen Weges nutzen und möglichst mit einem Rahmenabkommen noch besser absichern und andere Mangelprodukte, die wir dann vielleicht auch haben werden, zum Beispiel den Strom mit neuen Abkommen, mit Stromhandelsabkommen sichern. Also jetzt ist sicher nicht der Weg, uns abzuigeln, sondern jetzt ist sicher der Weg, diesen bilateralen Weg weiterzugehen und keine Experimente zu machen. Und ich glaube, das werden die Leute verstehen, gerade auch, weil sie sich Sorgen machen um ihre Jobs angesichts der Corona-Krise. Ich glaube, wir würden jetzt, Herr Nordmann.
Ich hoffe, Herr Hess hat recht. Und jetzt ist es, ich finde, die sozialpartnerschaftliche Stimmung hat gebessert. Das ist auch ein Pluspunkt. Das hat gut geklappt in der Bekämpfung von Corona. Trotzdem die Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern. Die Überbrückungsrente kommt und die ist eine relativ wichtige Absicherung, weil gerade jetzt gibt es teilweise einen Strukturwandel, teilweise Firmen, die verzichten werden und man weiß, dass die, wenn jemand mit 58 oder 60 den Job verliert, hat er sehr wenig Chance, wieder eine Stelle zu finden. Und da haben wir eine gewisse Abfederung gemacht. Wir haben das gehört. Ich hoffe, dass es noch durchkommt durch die Schlussabstimmung, aber das sieht jetzt danach aus. Also dieser Kontext ist ein bisschen positiver, aber ich meine, die SVP ist auf ein sehr destruktives Trip. Und für sie geht es wirklich um alles in diesem Wahlkampf und die setzt schon beachtliche finanzielle Werbemittel schon jetzt. Das sieht man. Also ich würde die Schwierigkeit nicht unterschätzen. Hess hat an der Vernunft appelliert und gedacht, die Leute müssen rationell denken, aber wenn man Angst hat, ist man nicht immer rationell. Also die Schwierigkeit ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Ja, aber ich bin einverstanden, aber wenn man Angst hat, ist man auch nicht bereit, Experimente zu machen. Und das, glaube ich, das wird das Schweizer Volk verstehen. Aber wir haben noch viele Arbeit vor uns und wir müssen diesen massiven Angriff, den die SVP jetzt da macht, halt einfach parieren. Ich bin überhaupt nicht pessimistisch, aber wir werden dem Volk unsere Position weiter erklären müssen. Wir möchten von den Emotionen zurück zur rationalen Fragestellung und würde jetzt gerne öffnen, auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, und bitten, sich vielleicht kurz vorzustellen bei der Frage und dann die Frage gleich zu stellen. Wem dürfen wir das Wort geben? Alle erschlagen von den Argumenten. Nicht vergessen, die Mikrofone wieder einzustellen, wenn Sie sprechen möchten. Sonst hört man Sie natürlich nicht. Gerne kann auch die Chat-Funktion benutzt werden, um kurze Fragen zu stellen. Wir werden sie dann entsprechend den beiden Referenten zutragen. Das Problem ist vielleicht, dass die meisten auch den inhaltlichen Ausführungen so gefolgt sind, dass sie auch inhaltlich davon überzeugt sind. Dann stellt Patrick die nächste Frage. Aber bringen Sie sich durchaus ein. Ja? Genau, richtig. Die eine Frage, die sich natürlich stellt, generell ist die Positionierung der Schweiz in einem größeren Rahmen, wenn wir jetzt wieder auf die multilaterale Ebene zurückkommen. Die Schweiz hat sehr enge wirtschaftliche Beziehungen selbstverständlich zu Europa. Die Frage ist, was könnte die Schweiz noch im multilateralen Rahmen versuchen, um entsprechend diese Handelsordnung, die seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden ist und zusehends in Gefahr geraten ist, zu schützen oder zumindest so zu erhalten, dass eben kleinere Staaten wie die Schweiz hier in einem Rechtsrahmen operieren können, wo eben das Recht gilt und nicht mehr die Macht des Stärkeren. Wenn ich die Antwort hätte, wäre ich froh. Es ist, ich meine, das Problem, die Lähmung der WTO ist eigentlich eine Katastrophe und es ist, man sieht, es ist wirklich, weltweit ist man noch sehr weit von einer strukturellen, institutionellen Integration. In der EU hätte man nie solche Probleme, weil es Check and Balances gibt, weil das EUGA gut etabliert ist, weil es ein Parlament gibt und so weiter und die weil es zusammengewachsen ist. Weltweit ist es sehr schwierig, diese WTO zu deblockieren, vielleicht mit anderen kleineren asiatischen Ländern und Europa ist eine Allianz zu machen. Die Chinesen sagen immer, dass sie das Recht einhalten, aber am Ende sind sie so groß und so stark, dass sie doch ihre eigene Interpretation vom Recht durchsetzen für sich und die Amerikaner sind zurzeit nicht zu gebrauchen. Aber vielleicht kann man am 4. November aufatmen und wieder konstruktiver sein. Wobei da die Blockade mit den Amerikanern auch nicht nur von Trump, die kommt, die war schon vorher da. Herr Hess, darf ich nachfragen? Also WTO ist natürlich wirklich, die Schwächung für WTO ist für eine kleine Exportnation wie die Schweiz wirklich eine Katastrophe.
Und der einzige, wir haben nicht die Macht, wir können versuchen und wir sollten das auch tun, wir tun das auch, uns da dagegen zu stemmen, aber wir haben nicht die notwendige Macht, wir müssen Verbündete suchen. Also ist eigentlich der einzige Ausweg, den wir haben, sind bilaterale Vereinbarungen. Und mit Europa haben wir diesen bilateralen Weg, das ist genau die richtige Lösung. Mit anderen haben wir Freihandelsabkommen, sind bilaterale Handelsabkommen, ist genau die richtige Lösung. Wenn die WTO nicht funktioniert, dann müssen wir den bilateralen Weg gehen. Und das, und ich glaube, leider wird die Realität so sein. Herr Nordmann hat gesagt, es ist ja nicht nur USA, aber USA hauptsächlich, dass die WTO so kaputt macht. Aber es hat auch andere gegeben, die da Schwierigkeiten gemacht haben. Und wie die Inter und andere. Also ich glaube, der bilaterale Weg ist für eine kleine, exportorientierte Nation der einzige. Und mit Europa haben wir das weit über ein Freihandelsabkommen hinaus entwickelt und mit anderen auf unterschiedlichen Ausprägungen von Freihandelsabkommen. Aber das ist der Weg und dem müssen wir weitergehen. Darf ich an beide die Frage stellen in diesem Zusammenhang? Wenn Sie sagen, die WTO ist blockiert, Herr Nordmann, Sie haben auch gesagt, wir beobachten eine Blockbildung und auch diesen Konflikt zwischen den USA und China. Heißt das jetzt an beide die Frage gerichtet, dass die Schweiz, auch wenn sie den bilateralen Weg geht, aufgrund des zunehmenden heftigen Konflikts zwischen China und USA, dass die Schweiz sich eines Tages entscheiden muss, entweder China oder USA? Nein. Nein, also ich meine, wenn wir etwas entscheiden müssen, ist der EU-Beitritt, weil das wäre die definitive Eingliederung in diesem Block mit gewissen Nachteilen, aber auch mit sehr vielen Vorteilen für die Verteidigung der eigenen Interessen. Ich weiß, das grenzt an der Pornografie, wenn man das in der Schweiz sagt. Aber eigentlich, wir übernehmen sowieso das ganze EU-Recht, das ist das Konzept der Bilateralen eigentlich, dass man sich andockt und wir könnten drin sein, unsere Interessen verteidigen, viel besser, ein bisschen mehr Verantwortung tragen auch, weil es ist auch eine wertvolle Konstruktion. Das würde eigentlich Sinn machen. Das ist vielleicht der einzige positive Punkt, wenn die Initiative durchkommt im September, ist das dann die Frage wirklich auf den Tisch kommt. Aber ich glaube, ich meine, wir können nicht sagen, wir wollen alles mit Amerika oder alles mit China machen. Es ist schon rein pragmatisch, wollen wir mit allen sprechen und handeln können. Und zudem ist die Zuverlässigkeit viel kleiner als mit Europa, wo wir auch die gleiche Rechtskultur, die gleiche Sprachkultur und so weiter haben. Mit den Amerikanern sind wir sprachlich nicht so weit, aber sonst haben wir tiefgreifende Änderungen. Aber darf ich etwas sagen? Es ist vielleicht kein Zufall, dass viele Länder so reagieren, jetzt China oder Amerika oder so, weil der Druck kommt sehr oft von der von der ungerechten Verteilung der Früchte des Wachstums. Und das ist natürlich viel ausgeprägter in Amerika, weil das Land schon ein hohes Niveau hat, wie in Ländern, die im Wachstum sind, weil dort ist die Ärmsten verlieren nichts, sondern die wohlhabende Teil geht nach oben, aber es gibt noch innerhalb der Gesellschaft ein starkes Auftrieb. Aber diese Abschottung-Elemente kommen, sobald die Leute das Gefühl haben, die schwächeren Leute in der Gesellschaft, dass sie verlieren werden. Und diese Logik, die immer mehr durchkommt im globalisierten Kapitalismus, dass the winner take all und dass es eine extreme Konzentration gibt der Firmen und der daraus gehende Reichtum, ist schon ein kritischer Punkt, ist schon einer der Elemente, die erklärt, dass es diese nationalistische Spannung gibt. Und das, ist zu betrachten. Sonst werden sich die Blockade noch verschärfen. Also ich glaube, ich bin mit vielem einverstanden. Das Schlechteste, was die Schweiz tun könnte, wäre sich irgendwie für USA oder für China zu entscheiden. Das ist das absolut Schlechteste. Und es ist eigentlich ja auch immer unsere Stärke gewesen, weil wir keine Bedrohung darstellen, weder für China noch für Amerika noch für jemanden, dass wir eigentlich offen sein können, dass wir auch gute Dienste, auch politisch gute Dienste anbieten können, diplomatisch gute Dienste anbieten können, dass wir Handel betreiben können. Das war immer unsere Stärke. Und wir werden auch beides brauchen. Oder ich meine, beide Regionen haben ihre Stärken und zwar nicht nur als Kunden, die wir brauchen, sondern auch als Lieferanten, die wir brauchen und auch als Investitionspartner.
Ich meine, wir können jetzt schon diese Investitionsschutzübungen durchziehen, die eigentlich eindeutig auf China ausgerichtet sind, oder? Aber ich sage Ihnen voraus, wir werden nicht nur in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft noch viel mehr Interesse haben, auch chinesische Firmen kaufen zu können. Die Chinesen haben Technologien im Bereich Artificial Intelligence und andere, die sie weiterentwickelt haben als alle anderen auf der Welt. Und wir haben das vielleicht zum Teil verschlafen und dann müssen wir auch in China investieren können. Und wenn wir jetzt den Chinesen verbieten wollen, in der Schweiz zu investieren, dann werden sie uns ganz sicher auch verbieten, dass wir in China investieren. Also das ist vollständig der falsche Weg. Wir müssen mit diesen Abschottungen, das ist auch wieder so eine politisch motivierte Abschottung und von der müssen wir einfach wegkommen und sagen, nein, wir dürfen diesen Handel weiterhin tun, man kann auch investieren. Wir haben auch nicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Investitionen, die in China gemacht werden. Sie finden überall ein Beispiel, aber im Großen und Ganzen müssen wir einfach die Möglichkeit den Firmen lassen, dort Geschäfte zu machen, zu investieren, zu verkaufen, einzukaufen, wo das für sie am besten ist. Davon profitieren die anderen auch. Jetzt haben wir mit China ein Freihandelsabkommen, mit den USA nicht. Das wird seit längerem diskutiert. Das war schon damals unter der Bush-Administration 2006 ein erster Anlauf. Brauchen wir jetzt ein Abkommen auch mit den USA und wird das möglich sein, sei es unter einer Biden- oder Trump-Administration? Also brauchen würden wir es sicher. Wir brauchen es nicht so dringend wie jetzt zum Beispiel Mercosur oder Indonesien oder vielleicht auch Indien. Weil die Zölle, die wir, wenn man jetzt nur die Zollseite ansieht, die Zölle, die wir da nach USA zahlen, das sind irgendwie je nach Produktsorte irgendwie 3%, 4%, 5%, vielleicht mal 6% im Maximum. Aber das ist jetzt nicht 20% oder 30%, wie wir sie nach Brasilien oder nach Indien zahlen. Also es wäre sicher wünschenswert, ein Freihandelsabkommen zu haben. Es wäre auch psychologisch ein wichtiger Schritt. Der nordamerikanische Markt ist ein sehr interessanter Markt für uns als Absatzmarkt. Ist eigentlich nach Deutschland exportieren wir 25% unseres Exportes der Maschinenindustrie und dann ist das nächstgrößte Land ist schon USA mit 14% und das dritte ist dann China mit 6%. Also mit diesen Ländern, mit diesen wichtigen Ländern Freihandelsabkommen zu haben, wäre eine gute Sache. Wir müssen auch die Intellectual Property Themen und alle diese Dinge auch regeln. Aber ich würde das sehr unterstützen. Im Moment ist er sicher, hat einfach auch die Trump-Administration, sage ich mal, weniger Kapazität, mit einem kleinen Land so etwas zu machen, weil sie sich auf diese ganzen Handelskriege konzentrieren und dort wirklich die großen Schlachten führen. Aber wir sollten versuchen und es gibt auch immer wieder, gestern haben wir wieder ein Goodwill geschaffen beim Präsident Trump mit diesem Austausch von Gefangenen aus dem Iran und solche Dinge, die können vielleicht dann auch den Goodwill schaffen, dass die Amerikaner sagen, doch, wir machen so etwas mit den Schweizern. Das wäre für mich eine wichtige Sache. Norman, angesichts der Tatsache, dass auch das Vereinigte Königreich ein Freihandelsabkommen anstrebt mit den Vereinigten Staaten, und auch, dass die EU in Diskussionen war und immer noch ist bezüglich ein Freihandelsabkommen, würde die SP ein solches Freihandelsabkommen mit den USA unterstützen. Sie haben mir ja vorher überraschenderweise erklärt, dass Sie zumindest in Teilen mit der Politik der Trump-Administration einverstanden sind. Es ist in seltenen Teilen, aber es waren zwei Stückchen per Zufall ein bisschen. Nein, wir würden es wohlwollend prüfen, aber ich halte es nicht für nicht sehr realistisch, weil die Amerikaner wollen unbedingt ihre Agrarprodukte exportieren können. Und wir haben einerseits ein Standardproblem dort in der Herstellung, in der Qualität der Produkte, also Umwelt- und Gesundheitsstandard. Und wir haben ein Schutz der Bauerproblem. Das heißt, ich sehe, die Amerikaner haben ganz klar gesagt, dass sie ein weitreichendes Zugang zum Schweizer Agrarmarkt wollen. Und meine Einschätzung des Parlaments ist, dass das zu auf großen Resistenzen führen wird. Mir kommt sofort der Markus Ritter in den Kopf. Ich glaube nicht, dass er das tolerieren wird. Und wenn man das mit Herrn Parmelin diskutiert, ist es immer relativ schwammig. Herr Ritter hat ja nicht das Vetorecht hier in der Schweiz, oder? Also das müssen wir auch mal sagen. Nein, er hat es nicht, oder? Ja, aber, und faktisch, ich meine, faktisch hat er es im Parlament. Er hat es.
Gut, also die Bauern, es kann nicht sein, dass die Bauern den ganzen Rest der Wirtschaft dominieren. Aber ich will auch nicht ein Abkommen machen gegen die Bauern. Ich bin auch überzeugt und wir haben gute Gespräche und gute Dialoge mit den Bauern in all diesen Freihandelsabkommen, gerade jetzt auch in den jüngeren, gefunden, wo man Lösungen finden kann, dass das funktioniert. Und eines müssen wir einfach auch nicht vergessen, oder? Die Schweiz sind 8 Millionen. Ich weiß nicht mehr, wie viele, vielleicht gibt es in Amerika 50 Städte, die größer sind als 8 Millionen. Also wir sind jetzt nicht der Decision-Maker, der die amerikanische Landwirtschaft rettet vor dem Untergang, sondern ich glaube, wir haben hier eine Chance. Ich bin der Meinung, wir müssen auch für unsere Bauern sorgen und auch sicherstellen, dass wir da Bedingungen haben, die auch für sie akzeptabel sind. Aber ich bin auch überzeugt, dass wir das schaffen und wir haben das eigentlich in allen Ländern geschaffen. Wir haben es auch mit Argentinien jetzt im Mercosur geschafft. Da gibt es auch dieses Fleischthema. Auch dort hat man Lösungen gefunden. Ich bin gar nicht so pessimistisch, dass man das nicht schafft. Aber man muss sich zusammensetzen und muss auch den Willen haben, nicht eine Branche gegen die andere auszuspielen, sondern zu sagen, beide müssen am Schluss mit dem leben können. Aber ich glaube, es wäre ein großer Gewinn für die Schweiz. Das war ein persönliches Schlusswort von Hans Hess. Wir sind gestartet mit Covid-19. Thema Renationalisierung, sind fast gelandet beim Schweizer Bauerntum. Das lässt sich bei dieser Thematik nicht wegleugnen. Ich danke ganz herzlich Hans Hess, Präsident Swissmem, und Herrn Nationalrat Roger Nordmann, Präsident der Sozialdemokratischen Partei, für Ihre Ausführung, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen ganz guten Abschluss der Woche. Bis bald. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Wiederschauen. Ja. Danke. Wiederschauen.